Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Und du kennst vielleicht auch die Situation, du lernst, bist unzufrieden, weil du die Sachen wieder schnell vergisst. Du musst gefühlt 100 Mal wiederholen. Die Sachen sind dann spätestens nach der Prüfung schon wieder das meiste vergessen. Dann bleib auf jeden Fall dran, denn heute gibt es in diesem Video zwei richtig coole Ankündigungen und ein paar coole Tipps, ja, wie du dein Lernen ja mal hinterfragen kannst und was du beachten kannst, um einfach effektiver zu lernen. Ja, die erste Ankündigung wird zu unseren Online-Erstitagen sein. Die wird es dieses Semester auch wieder geben. Auch wieder unsere heiß begehrte Online-Erstitüte, die du dir einfach holen kannst. Und zweitens, es gibt auch wieder unseren Online-Lern-Workshop. Datum und so weiter ist auch bekannt, aber dazu gleich mehr. Jetzt möchte ich dir erstmal noch ein paar Tipps geben. Wie gesagt, ich kann dich mal dazu ermuntern, dich mal zu hinterfragen, wie du eigentlich lernst. Und wie gesagt, da gibt es ja drei Schritte, die du dir mal bewusst machen sollst und dann überlegen solltest, wo kannst du vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen und dein Lernen optimieren. Und schon mal so viel vorweg. Und nein, wenn du jetzt vielleicht Zusammenfassungen schreibst, die dir gefühlt 100 Mal durchliest und dann noch ein paar Mal wiederholst und immer wieder durchliest und vielleicht noch mit Anki wiederholst, wie auch immer, das ist noch nicht der optimale und effizienteste Weg. Zu Anki Zusammenfassung kann ich dir hier oben auch mal ja, das Video dazu verlinken. Aber ich kann dir versprechen, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel effektiver und effizientere Lerntechniken, mit denen du viel gehirngerechter, schneller, einfacher lernen kannst und dabei auch noch Spaß und Freude haben kannst. Jetzt aber erstmal zu den drei Schritten, die du ja, dir mal bewusst machen sollst. Erstens, und das sollte man nicht vergessen, auch wenn man mit Lerntechniken lernt und so weiter, dass man sich erstmal die Sachen einmal mit Kopf und Verstand durchliest und versucht, die Sachen einfach zu verstehen, zu begreifen, logisch nachzuvollziehen. Denn du kennst bestimmt auch aus anderen Sachen oder aus der Schule, wenn es einmal Klick gemacht hat, dann musst du das nicht groß wiederholen, sondern du hast es einmal gecheckt und ja, hast dann das Wissen, die Zusammenhänge, einfach das Verständnis dafür dann drauf und musst, wie gesagt, dann nicht noch groß Zeit damit verschwenden, dass du noch irgendwas wiederholen musst oder nochmal durchlesen musst. Von daher als ersten Schritt, wenn du dir ein neues Thema, neue Lerninhalte aneignen möchtest, versuch die erstmal zu verstehen und zu begreifen, bevor du dann, und dann kommen wir zum zweiten Schritt, wirklich die Sachen in dein Hirn, in deinen Kopf bekommst, mithilfe dann eben von Lerntechniken und so weiter. Also im ersten Schritt versuch die Sachen wirklich zu verstehen, zu begreifen, logisch nachzuvollziehen, dann hast du schon mal sehr, sehr viel gewonnen und musst nicht die Zeit noch mit anderen Lerntechniken oder was weiß ich verschwenden. Dann, wie gesagt, im zweiten Schritt, den solltest du auf jeden Fall nicht außer Acht lassen oder den kannst du gar nicht außer Acht lassen, dass du eben die Lerninhalte, die du eben so noch nicht verstanden, logisch nachvollziehen konntest, wirklich in deinen Kopf, in dein Gehirn bekommst. Und da sind wir eben beim Auswendiglernen. Viele haben nie wirklich gelernt, gehirngerecht auswendig zu lernen oder man spricht ja immer davon, das Lernen lernen. Und da helfen dir eben enorm dabei Lerntechniken. Meine Lieblingsmethode sind da eben zum Beispiel die Gedächtnispaläste, da kann ich dir auch mal ein Video dazu verlinken. Schau dich einfach auf unseren YouTube-Kanal um, da gibt es schon sehr, sehr viele Tipps, Infos, Beispiele dazu und so weiter. Und wie gesagt, klar, versuch erstmal die Sachen zu verstehen, aber du wirst sehen, entweder auch schon in der Schule hast du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass man nicht alles sich logisch herleiten kann. Und ganz besonders eben auch im Medizinstudium, klar kann man sich da auch sehr viel herleiten. Wie gesagt, das solltest du auf jeden Fall auch machen, soweit man das eben kann oder soweit du das kannst. Manche Sachen brauchen dann aber vielleicht auch viel zu viel Zeit, um die wirklich komplett zu verstehen und sich alles herleiten zu können. Deswegen kommt man einfach nicht darum herum, dass man einfach ja Sachen einfach stupide auswendig lernen muss. Und da kommen dann eben die Lerntechniken ins Spiel, mit denen du dir einfach sehr viel Nerven und Zeit beim Lernen sparen kannst und dir schon sehr, sehr viel Zeit allein dadurch sparen kannst, dass wenn du die Sachen mit Lerntechniken, mit den richtigen Lerntechniken, wie zum Beispiel Gedächtnispalästen lernst, dir enorm viel Zeit schon damit sparen kannst, dass du die Sachen einfach schon weniger oft wiederholen musst, weil die einfach manchmal schon beim ersten Mal einfach sitzen, auch langfristig sitzen. Und das ist eben ein weiterer großer, großer Vorteil von Lerntechniken, dass du dir die Sachen auch langfristig abspeichern kannst. Und ich kenne es noch selbst aus meiner Schulzeit, als ich einfach stupide auswendig gelernt habe, ohne irgendwelchen großen Lerntechniken, vielleicht mal irgendeinen Merksatz oder eine Eselsbrücke. War es immer so, ich habe immer gehofft darauf, dass ich die Sachen noch weiß, hoffentlich dann auch noch am nächsten Tag oder bis zur Prüfung, Klausur und so weiter. Aber ich konnte nie diese Gewissheit haben, dass man die Sachen wirklich weiß. Und diese Gewissheit bekommt man eben mit den speziellen Lerntechniken, wo dir eine sehr enorme Sicherheit geben, auch wenn du unter Stress bist und so weiter, dass du die Sachen dann zuverlässig, auch in der richtigen Reihenfolge, auch komplett dann abrufen kannst. Deswegen eben als zweiter Tipp beim Auswendiglernen, versuch mit Lerntechniken, mit den richtigen Lerntechniken zu lernen. Dazu gleich aber noch mehr und da spielen dann auch eben die zwei Ankündigungen mit rein. Und in meinen Augen steckt auch das größte Potenzial im zweiten Schritt beim Auswendiglernen, wo auch du sicherlich noch enorm davon profitieren kannst. Ich habe es am eigenen Leib selbst
ja, erfahren, wie es eben ist, wenn man sich eher schwer tut beim Auswendiglernen und dann aber Lerntechniken hat. Mittlerweile konnte ich sogar damit zwei Gedächtnis-Weltrekorde aufstellen und dann eben auch 80, 90% in meinem Medizinstudium genau mit diesen Lerntechniken dann die ganzen Sachen auswendig lernen, wo mir eben damit schon enorm viel Zeit ich mir gespart habe, weil ich weniger wiederholen musste, weil die Sachen schneller und mit Spaß dann im Gehirn waren. Und so weiter. Also, wie gesagt, im zweiten Schritt, da sehe ich das größte, ja, Potenzial, auch wahrscheinlich bei dir. Und du kannst dich mal hinterfragen, wo du da vielleicht noch zu wenig Lerntechniken, noch gar keine Lerntechniken angewandt hast, vielleicht noch nicht die richtigen. Und das eben so als zweiter Tipp oder als zweiter Schritt, sich mal hinterfragen, wie lernst du eigentlich wirklich auswendig und ist es wirklich so gehirngerecht? Dann noch zum dritten Schritt. Da geht es darum, dann die Sachen auch wirklich langfristig abzuspeichern, indem man eben die Sachen wiederholt. Ich kenne es von mir selbst auch in der Schule, wo ich keine Lerntechniken groß verwendet habe. Ich habe gefühlt 100 Mal ja die Sachen wiederholt, am nächsten Tag gefühlt die Hälfte wieder vergessen. Du kennst es vielleicht auch, wie deprimierend und frustrierend es sein kann, wenn man die Sachen sich zigmal durchliest und am Ende wieder vergessen hat. Deswegen, da habe ich auch ein Video dazu schon mal aufgenommen, wie du richtig wiederholen kannst. Aber wie gesagt, im dritten Schritt versuchst du auch dein Wiederholen zu optimieren oder einfach noch effizienter zu gestalten, indem du zum einen schon mal die richtigen Lerntechniken verwendest und dann noch ein paar Techniken oder Tipps ja mit beachtest, dass du einfach da noch weniger Zeit, sag ich mal, verschwendest, indem du falsch oder zu oft wiederholst. Aber das sind so die drei Schritte. Wie gesagt, im ersten Schritt hinterfrag dich mal, schaust du dir die Sachen auch so an, dass du die im ersten Schritt versuchst zu verstehen, nachzuvollziehen, die Logik dahinter zu verstehen. Im zweiten Schritt hinterfrag dich mal, wie lernst du aktuell auswendig? Wie effizient ist das Ganze schon? Nutzt du die richtigen Lerntechniken? Wendest du die auch richtig an? Und dann im dritten Schritt, wie wiederholst du? Wiederholst du richtig? Bist du vielleicht noch nicht zufrieden von einem dieser drei Schritte? Und da kommen nämlich jetzt die zwei Ankündigungen ins Spiel. Und zwar erstens, es gibt wieder unseren heiß begehrten Online-Lernworkshop. Da werde ich dir einen Tag lang genau zu diesen Themen auch was erzählen. Wie wiederholst du richtig? Welche Lerntechniken wendest du an? Es geht hauptsächlich auch oder sehr intensiv um Loci-Methode, um die Gedächtnispaläste, weil damit kannst du am meisten die größte Stoffmengen in kürzester Zeit auch langfristig dir einprägen. Ich werde dir von meinen ganzen Wissen, Erfahrungen aus den letzten 10, 15 Jahren erzählen, die ich im Gedächtnissport gemacht habe. Eben wie gesagt im Medizinstudium, wo ich diese Lerntechnik sehr, sehr intensiv angewandt habe. Oder auch die Arbeit mit Schüler, Schülerinnen, Medizinstudierende, die ich gecoacht habe in Workshops und so weiter. Und genau deswegen gibt es unseren Online-Lernworkshop, wo du eben die ganzen Sachen lernst, wie du richtig wiederholst und so weiter. Der ganze Online-Workshop wird am 27.05.2023 stattfinden. Ab 11 Uhr geht's los, dann bis gegen Abend, also einen ganzen Tag lang, wo ich dir eben Tipps gebe, wir viele Beispiele machen, dass du auch lernst, diese Lerntechniken selbst anzuwenden. Es gibt auch noch einen Early-Bird-Preis bis zum 20. April. Und wenn du ganz schnell bist und als kleines Dankeschön, dass du mich oder uns hier mit Happy Hippocampus immer unterstützt und folgst und auch das Video bisher geguckt hast, gibt es noch einen Gutscheincode obendrauf, mit dem du dir nochmal 10 € zusätzlich sparen kannst. Also wenn du in den nächsten 5 Tagen diesen Gutscheincode einlöst, es gibt auch nur 5 Stück davon. Also sei schnell, ich blende dir die Infos und den Code hier mal ein, auch unten in der Beschreibung. Dann kannst du nochmal, ja, 10 € sparen. Deswegen schau gerne in die Links, nutz gerne den Gutscheincode. Wie gesagt, sei gerne schnell, damit du den Gutscheincode von den 5 auch noch einlösen kannst und davon profitieren kannst. Wenn du sonst dazu noch Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare, dann ja, kann ich dir alles weitere verlinken und ich verlinke dir auch gerne mal ja, unsere Homepage, wo du alle Infos und auch die Anmeldung dann zu unserem Online-Lernworkshop ja, finden wirst. Dann zur zweiten Ankündigung. Es gibt auch wieder für alle Erstes unter euch unsere kostenlosen Online-Ersti-Tage. Dieses Mal wird es nur einen Tag geben, aber deswegen nicht umso weniger gut und informativ. Und zwar geht es darum, ich möchte dir einfach den Start in deinem Studium so einfach und schön wie möglich gestalten. Du kannst mir auch im Vorfeld schon Fragen stellen. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo du schon extra für Erstes von uns, von Happy Hippocampus, eben rein kannst. Kannst da schon mit anderen dich austauschen, mir Fragen stellen, mir Themen auch gerne in die Kommentare schreiben, die ich da ansprechen soll. Es geht aber zum einen darum, welche Bücher solltest du dir anschaffen? Solltest du dir überhaupt Bücher kaufen selbst? Welche solltest du dir dann anschaffen? Wie gesagt, es geht darum, wie lernst du eben möglichst effektiv und einfach und richtig. Ich werde dir eben, wie gesagt, Gedächtnispaläste erklären. Ich werde dir weitere Infos zu Lerntechniken und so weiter geben. Es wird auch tolle Gäste geben, die dir auch zu Stressbewältigung und anderen Themen ja, dir noch Tipps und ja, Tricks mit an die Hand geben werden. Es wird richtig cool und immer ein Highlight am Ende dann. Es gibt auch wieder unsere kostenlose Online-Astitüde.
im Wert von über 50 Euro. Da sind Gutscheincodes drin, da ist ein Spiel für Medizinstudierende drinnen, weiterführende Tipps und Links und Videos und so weiter. Also die solltest du dir auf jeden Fall auch holen. Deswegen kannst du gern schon mal in unsere Telegram-Gruppe für Erstes kommen oder auf unseren Discord-Server, ist ganz neu. Da probieren wir gerade auch ein bisschen aus. Aber wenn du das schon kennst oder noch nicht, probier es gerne mal aus. Wir freuen uns über jeden, der neu ist und da mit interagiert. Deswegen, wenn dich das Ganze interessiert und ich kann es dir als Erste wirklich nur ans Herz legen, wir waren zum Teil schon über 1000 Erstis, die live online dabei gewesen sind. Deswegen verpasst es auf jeden Fall nicht. Es sind kostenlose, wertvolle Tipps, eben gerade zu den Lerntechniken, die dir wahrscheinlich so vor deinem Studium oder auch während des Studiums sonst keiner so ausführlich erklären wird. Und du kannst, wie gesagt, enorm davon profitieren, weil du dir dann viel Zeit und Nerven sparst. Und gerade wenn du am Start oder zu Beginn des Studiums bist, kannst du davon noch dein ganzes Studium, dein ganzes Leben auch dann als Arzt, Ärztin davon profitieren. Deswegen kann ich es dir echt nur ans Herz legen. Du hast quasi auch nichts zu verlieren. Deswegen komm gerne schon mal in unsere Telegram-Gruppe und würde mich freuen, wenn du dann ja bei den Ersti-Tagen mit dabei sein wirst. Und du kannst natürlich auch gerne den Link zur Telegram-Gruppe oder die Infos auch gerne mit anderen Erstis teilen. Oder wenn du schon in höheren Semestern bist und sagst, oh, du hast schon selbst mitgemacht oder findest die Idee cool, teil gerne die Infos oder den Telegram-Gruppen-Link, würde mich auch freuen, würdest mich da unterstützen. Genau, also nochmal zusammengefasst, es gibt wieder unseren Online-Lernworkshop, sei schnell, Early-Bird-Preis und eben den Gutschein. Und zweitens eben unsere Online-Ersti-Tage mit der kostenlosen Online-Ersti-Tüte mit wertvollen Tipps. Wie gesagt, bei beiden Sachen, du kannst auch bei beiden gerne mitmachen. Es geht um Lerntechniken, wie du dein Lernen effizienter gestalten kannst, Nerven und Zeit sparen kannst, bessere Noten dadurch schreibst und einfach mehr Zeit für Freizeit, Hobbys, Familie und so weiter dann haben wirst. Von daher würde es mich freuen, wenn ich dich bald bei den Ersti-Tagen und oder bei unserem Online-Lernworkshop sehen würde. Und wie gesagt, wenn du noch Fragen hast oder noch was unklar ist, schreib es mir gerne auch in die Kommentare. Ja, und ansonsten, wenn du sagst, boah, du möchtest jetzt nicht mehr so lange warten, bis die Online-Ersti-Tage sind, bis es den Online-Lernworkshop gibt, dann kann ich dir empfehlen, schau dich einfach mal schon auf unseren YouTube-Kanal um. Da haben wir schon sehr informative und sehr hilfreiche Tipps gegeben zu den Lerntechniken. Wie gesagt, wir haben auch sehr viele Beispiele schon gemacht. Wenn du da schon siehst, oh krass, was allein solche Videos schon bewirken, wie gut es funktioniert, dann sei auf jeden Fall auch gern bei den Ersti-Tagen dabei oder dann eben beim Lernworkshop, wo wir noch viel, viel tiefer in diese Lerntechniken einsteigen, Übungen machen. Du kannst mich alle Fragen, alles, was dich dazu interessiert, zum Lernen, zu den Lerntechniken, Fragen und Löchern. Genau, aber wie gesagt, schau dich gerne mal auf unseren YouTube-Kanal um, überzeug dich da schon mal gerne von den Lerntechniken und vielleicht siehst du da schon oder bekommst einen Eindruck, wie krass genial diese Lerntechniken einfach funktionieren. Du wirst mir wahrscheinlich anmerken, ich bin einfach, glaube ich, der größte Fan von diesen Gedächtnispalästen, wenn es eben darum geht, die auch im Medizinstudium ja anzuwenden. Und ja, diese Euphorie, dieses Wissen möchte ich dir eben auch mit an die Hand geben. Und ja, in diesem Sinne, mach's gut. Wie gesagt, wenn dir das Video auch jetzt schon und die Idee mit Ersti-Tagen Online-Workshop gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier auf jeden Fall auch unseren Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Und wünsche dir alles Gute und bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns in Kürze und spätestens beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.